Herzlich willkommen, Leute, zu einer Solo-Runde Call of Duty Blackout in der PC-Beta. Ich bin gespannt. Das ist meine erste Solo-Runde. Wir haben schon so einen Squad gespielt mit dem Team. Ja, es ist so gut. Es ist wirklich so gut. Also, unbeschreiblich geil zu spielen. Es macht einfach mega Laune. Also, so macht COD wirklich Spaß. Ich kann es euch nur empfehlen. Selbst wenn ihr sagt, hey, COD ist nichts für mich oder Battle Royale ist nichts für mich, ist ja so meistens so, dass so, aber das muss man sich echt mal angucken. Das ist, der Unterschied ist halt so krass, wenn du sonst halt eher so Indie oder EA, also Early Access Battle Royale Spiele hast und jetzt halt da ein fettes Studio dran gesessen hat, ist schon ein Mörderunterschied, ist krass. So, aber genug gelabert, Action, ja, das ist das, was zählt. Ich flieg mal hier in so ein kleines Dörfchen, es macht für mich erstmal keinen Sinn in die High Society Zones zu gehen. Ihr habt gesehen, wo der gelandet ist. Von daher gehe ich natürlich hier rein. Der Titan ist gut. Ich bin ganz kurz ein bisschen... So... Und so, eine Cordite auf jeden Fall. Okay, einen haben wir uns geholt. Ich weiß nicht, wie viele hier noch sind. Da war einer down schon. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ich dachte, der liegt da einfach. Ich habe nichts für Medics. Er aber. Und bevor ich weitergehe, nehme ich wenigstens den einen Verband. Ich glaube, es sind zwei Leute hier gelandet, ja. Oft erkenne ich die Waffen leider nicht. Das ist ein bisschen das, was stört. Okay, okay, okay. Das ist okay. Für die vielleicht ein bisschen krass, aber sollte klar gehen. Ah, da habe ich gerade kurz gesehen, um was für eine Waffe es sich handelt. Oh, die muss ich vielleicht noch nicht nachladen. Verbände nehmen. Was ist das? Ah, ja, machen wir so. Die hat aber noch Aufsätze gehabt. Zack, zack. Erstmal ein bisschen zurechtfinden. Dreier-Scope und das hier ist ein Zweier. Zweier auf jeden Fall besser. Wir equippen die Frag. Okay. Weiter geht's. Eine Bandage geht noch. Zone ist, scheiße, weit weg leider. Da lag aber, da war ein Dingens, ein Quad. Das müssen wir auch nehmen. Puh, okay. Wir haben eine schöne Nahkampfwaffe. Wäre ein Rotpunkt ein bisschen geiler. Und eine Schnipp. Okay, was habe ich denn hier? Switch Mode. Da weiß ich noch nicht, was der macht. In was für einen Modus ich gehen kann. Ah, Kameramodus und Lenken. Verstehe. Ich kann die Seats wechseln, okay, und raussteigen. Perfekt. Erstmal ein bisschen gucken und verstehen. Hopp. Boah, ist schon ein gutes Stück. Oh. Ich werde beschossen. Welche Waffen sind gut, welche eher nicht? Das erste kleine Problem. Die sieht eigentlich ziemlich nice aus. Die Schüsse höre ich. Da wollte ich hin. Ich bin nicht weit weg von der Zone, von daher erstmal alles easy. Für eine Spitfire würde ich wechseln, weil die kenne ich halt schon. Das ist so meine
Argumentation für das Ganze. Was habe ich jetzt getan? Lasersight, nix. Boah, so viel Stuff. Sind bestimmt gute Waffen dabei. Oh, die ist auf jeden Fall gut. Perfekt, oder? Bisschen abgefahren, aber. Nein, die Waffe wollte ich nicht wechseln, wollte eigentlich nur die Muni aufheben. So, genug rumgealbert, ja. Bisschen weiter geht's noch. Nehmen wir das Kart jetzt mal nicht mit. Und wir versuchen noch ein bisschen Action zu machen. Hopp und hopp. Ich weiß nicht, wie viel Muni noch drin ist. Holy shit, hat der mich getroffen. Gehen wir jetzt mal weiter. Den wollte ich noch haben. Das war ja nämlich. Und noch eine Bandage kann ich nehmen. Damit bin ich zwar nicht voll. Aber wenigstens erstmal in der Zone. Was habe ich denn so an Sachen? Outliner Reduced Damage. Increased Movement Speed. Okay, außerhalb der Zone. Das wäre schon mal nice gewesen. Schneller heilen. Und Reduced Use Time. Okay, auch schneller heilen. Verstehe, verstehe, verstehe. Schneller sein außerhalb der Zone könnte auch ganz geil sein. Ich glaube, der eine hätte eine Paladin gehabt. Ja, meine Rüstung ist eh gepoppt, von daher ganz praktisch. Auf jeden Fall den Grip. T1 Weste habe ich schon. Fast Magazine. Wie weit bin ich weg? Geht. Shit, was habe ich hier gehört? Wieder für ein Quatsch. Puh, erstmal keinen Gegner übersehen. Das ist erstmal der Trick. Spannend alleine. Ganz geile Stimmung. Hier komme ich doch ordentlich raus. Supply drop inbound. Stock ist eh schon dran. Nee. Für die ist das nicht schlecht. Komm schon. Drop. Nein. So. Erstmal, man muss sich damit so weit auseinandersetzen. Okay. Und los. Okay, Outlander. Falls ich aus der Zone komme, bin ich ein bisschen schneller unterwegs. Puh. Ich habe keine gute Sniper. Das war doch noch ein Schuss, oder? Ich gehe mal unten lang. Sicher ist sicher. Ja, was heißt sicher? Ihr wisst ja, was ich meine. Da oben ist ein Auto, was aktiv war, würde ich sagen.
Das da ist eine Paladin gewesen, glaube ich. Okay, wir sind schon mal drin in der Zone. Schön. Ich bin immer ein bisschen ruhiger, um noch zu hören, ob was passiert. Hab das gerade auch gehört? Okay. Ich weiß noch nicht, auf welche Sounds ich achten muss, was Umgebung ist, was wichtig ist und so. Gleich einmal kurz Perks checken, würde ich sagen. Be advised, further collapse expected. Relocate to safe zone. Wow. Dem einen habe ich einen saftigen Header gedrückt. Okay, bleiben wir mal kurz hier liegen. Alter, war das. Das ist so geil mit dem Schießen, ey. Sitrep, Circle Collapse imminent. Get to safety. Ist das eine Paladin? Habe ich dafür keine Muni? Doch jetzt, oder? Okay, ich habe auch noch die Whisper-Sounds an, wenn ich angevisiert werde. Das ist mein Perk. Wenn irgendwer auf mich zielt, whispert was. Paladin ist am Start. Das ist eine Killer-Sniper. Sechs Leute noch. Kann ich schön immer sehen, wenn einer scoped, ob er mich im Visier hat, also ob er mich sehen kann. Supply drop inbound. Okay. Bin leider noch nicht drin. Bin noch nicht drin, aber alles gut. Ich glaube, ich würde auch nichts mehr looten. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Schwimmen wir zu dem nächsten Boot. Oh, Leute. Wie komme ich hier raus? Be advised, further collapse expected. Relocate to safe zone.
Scheiße, dass ich an das nicht rankomme. Das war echt Gutes. Ich glaube, ich kann das nicht looten. Das hier ist ein Man-Tracker sozusagen. Weil die Türen... Lol, what? What? Ja, die Türen sind so... Okay, alles klar. Das hier will ich eigentlich haben. Supply drop inbound. Ich wollte nur den Buff benutzen. Schade. Mein Whisper-Buff ist auch schon leer. Okay, ist auch Level 1. Man muss ja mal checken. Kurz nochmal. Da. Kein Fallschaden. Und schneller laufen. Holy shit. Okay, die Waffenkiste war jetzt gerade der Oberhammer. Krieg ich noch die Body Armor? Wo war das? Was ist das? Spooky scary. Okay, sorry. Lage checken. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Lage checken ist wichtig. Komm schon. Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Fuck. Okay, liegen beide rum. Ah, nach Rüstung hätte ich gerade gucken sollen, nicht Idiot. Aber ich glaube, die baller ich mir zuerst weg. Ich dürfte also keine vom Gegner bekommen. Der Berg ist schon mal gut. Wert verfehlt. Major instability detected. Evac to safe zone. Hier komme ich nicht rum. What the fuck?
Ärgerlich. Ich werde sterben. Shit, der hat mich. War das knapp! War das knapp! Och, am Ende, wo ich dann noch den Berg hochgeklettert bin, das war ziemlich nice. Wir sind nur Zweiter geworden, Leute. Ich hoffe trotzdem, dass ihr das Ganze so spannend fandet, wie ich selber beim Zocken. Ich fand's mega awesome. Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen. Lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Und ciao.